Ja, ich sag's dir gleich, das wird ein langweiliges Thema, nämlich es geht um Wassertabletten, um zum Beispiel diese Mikropur-Katadyn-Tabletten. Und wenn du wissen willst, wie die einzusetzen sind, wofür sie eigentlich einzusetzen sind, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. So, Katadyn-Tabletten, Mikropur-Tabletten. Wir haben diese Forte-Tabletten, also sind die roten, die hier relevant sind, wenn du Wasser aufbereiten willst. Wenn du Wasser lagern willst, dann sind es die blauen, aber bleiben wir bei den roten. Wir wollen Wasser aufbereiten, das heißt, wir wollen Wasser in sicheres Wasser verwandeln. Das ist die Prämisse. Das ist Punkt A. Punkt B. Wir sprechen hier nur von natürlichen Gefahren. Das bedeutet, wenn Chemie in meinem Wasser ist, das ich aufbereiten will, das heißt Schwermetalle oder sonstiges Zeugs, dann helfen mir diese Tabletten null, gar nichts, überhaupt nicht. Die sind nur gegen Bakterien, Viren und Protozoen, also so Parasitenzeugs gedacht. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, im Großen und Ganzen. Aber chemische Gefahren kriege ich nicht raus. Das musst du dir ganz klar bewusst machen. Denn Sicherheit beim Wasser betrifft im Endeffekt zwei Hauptbereiche: biologische Gefahren und chemische Gefahren. So, soweit so gut. Und jetzt noch etwas. Ich habe ja schon einige Videos gemacht zu unterschiedlichsten Wasseraufbereitungsmethoden, und da kommt immer wieder der Klassiker: Ja, das brauche ich alles nicht, ich koche mein Wasser. Und ich finde das großartig, denn wenn ich das Wasser kochen kann, dann habe ich auch meine biologischen Gefahren im Griff. Das ist gut. Aber es soll ja Situationen geben, wo das nicht machbar ist. Wenn ich sage, ich habe mein Feuer und ich tue so ein bisschen auf Bushcraft und ein bisschen auf Wildnis und so Seven versus Wild, ne, was ja aktuell ganz hochgekocht ist und auch cool ist, ich muss mir das einmal anschauen, aber das ist ein anderes Thema, dann ist das ja was anderes. Aber wenn ich on the run bin, wenn ich unterwegs bin, wenn ich beim Wandern bin, wenn ich in einer Backout-Situation bin, wenn ich im Ausland bin, dann werde ich nicht mitten im Hotelzimmer ja ein Lagerfeuer machen können. Okay? Daher, diese Tabletten haben ihre Berechtigung, aber sind nicht für jeden gedacht. So. Die Idee ist, dass ich mir zum Beispiel so diesen Blister oder wie auch immer dieses Teil heißt, ich weiß es nicht, einstecke. Braucht relativ wenig Platz, und ich kann hier pro Tablette, die da eingebaut ist, einen Liter Wasser aufbereiten. Ein Liter Wasser für eine Tablette. Und dann ist es so, dass wir diese Tabletten, damit wir sicher sind, dass wir alles im Griff haben, auf jeden Fall 2 Stunden einwirken lassen müssen. Das heißt, das ist auch nicht etwas, wo ich sage, naja, ich werfe das rein und dann kann ich gleich trinken. So wie zum Beispiel oben beim E-Klicken bei der SteriPen, da geht das relativ rasch. Das geht einfach, dann muss ich ein bisschen warten. Und zwar, das hängt davon ab, welche Gefahren im Wasser sind, aber das musst du halt auch wissen, denn Viren sind relativ rasch im Schnitt, ja, es gibt vielleicht Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen, die Viren sind relativ rasch, nach 30 Minuten schon eliminiert. Protozoen, die einen stärkeren Zellkern haben, das sind so panzermäßige Teile, die brauchen etwas länger, bis zu 2 Stunden. Es ist auch eine nette Bedienungsanleitung mit dabei, beziehungsweise hier hinten aufgedruckt, und da steht das eigentlich alles ganz klar. Nämlich, da steht ja zum Beispiel, genau, 2 Stunden für Giardien und Amöben. Das sind eben diese Protozoen, die haben stärkeren Kern. Und Einwirkzeit 30 Minuten für Bakterien und Viren. Genau, das sind eher Mimosen, die halten nicht so viel aus wie eben die Protozoen. So, jetzt sagst du, ich wollte das alles gar nicht wissen. Aber wenn du dir nichts merken willst, wenn du dir einfach nichts merken willst, dann sag 2 Stunden reinwerfen, 1 Liter Wasser, fertig. Aber eine Sache musst du doch merken, es tut mir leid. Und zwar, dieses Wasser hier, das muss klar sein. Es ist ein Unterschied, das sage ich auch immer wieder, billige Eigenwerbung bei meinen Survival Trainings, und es gibt einen eigenen Wasser-Online-Kurs, gebe ich da auch unten den Link, wo wir über Wasser in Survival-Situationen, in Krisensituationen sprechen, Aufbereitung, Lagerung, Gewinnung und so weiter. Wichtiger Punkt dabei, das Wasser muss klar sein. Klares Wasser ist nicht sicheres Wasser, aber es ist zumindest klar, es ist sauber. Denn wenn das eine Drecksbrühe ist, wo man nicht durchschauen kann, ja, so wie wenn du aus einer Regenpfütze dir mal so richtig umrührst, meine Kinder machen das extrem gern und ich habe das auch früher gern gemacht, und du gar nichts mehr siehst, alles voll mit Sediment ist, und du eine Tablette auf 1 Liter reinwirfst, dann wird die Wirkung einfach nicht da sein. Das ist auch bei der SteriPen, ja, die ich ja auch schon vorgestellt habe, genau dasselbe Prinzip, weil diese Viren und Bakterien und auch Protozoen eigentlich sind ja extrem klein, ja, in unterschiedlichen, das sind Faktor 1000 teilweise dazwischen, aber ist wurscht. Sie sind so klein, dass wir sie mit freiem Auge gar nicht sehen können. Aber was wir sehen können, sind die Dreckskörner, die da herumschwimmen. Und die haben dann Falten und irgendwelche Ritzen und sowieso und überhaupt. Und da können sich diese, ja, Keime verstecken. Und da kommt dann unter Umständen diese chemische
dieses chemische Zeug, so, da muss man es richtig sagen, gar nicht ran. Und dadurch ist es nicht wirksam. Das heißt, du musst das Wasser vorfiltern. Das ist das, was man immer wieder tut. Das sieht man, wenn der Bear Grylls hergeht in seiner Sendung und etwas tut, was vielleicht extrem grausig ist, nämlich seinen Socken auszieht und da irgendwie was macht, dann tut er damit nur eines, nämlich vorfiltern. Das Sediment rauskriegen. Denn umso klarer dein Wasser ist, umso besser. Jetzt könnte man sagen, ja, wenn ich mein Wasser nur koche, im Hotelzimmer, indem ich den Parkettboden rausreiße, in einer Reisesituation zum Beispiel, na, reiße ich bei denen, na, die haben keine Parkettzimmer, sind ja alles nur mehr so Laminat, Kunststoffklumpert, egal, ich reiße den raus und mache dann mitten im Hotelzimmer so ein Lagerfeuer, ein kleines. Ja? Und da stelle ich dann den Topf drauf und da koche ich dann die Drecksbrühe, die rausgekommen ist oder die ich mir irgendwo geholt habe, dann kann ich das ja aufkochen für ein paar Minuten und dann ist ja alles gut. Gut, das könntest du tun. Oder du nimmst eben das Laken her oder irgendeinen anderen Vorfilter oder was auch immer und filterst das Wasser vor und dann wirfst du Tablette rein. So, daher, nein, ich habe mich lustig gemacht über die Kochfraktion. Ich bin, was Natursurvival betrifft, wirklich auch der Meinung, dass das total in Ordnung ist. Das kocht man einfach, ja. Das ist super, das ist großartig, aber es gibt Situationen, wo das nicht geht und für das ist diese Ausrüstung, sowie auch die Steripan, die ich schon einmal vorgestellt habe, genau das Richtige. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Klares Wasser, es muss sauber sein. Sauber heißt nicht sicher und sicher machen wir es, indem wir auf einen Liter eine Tablette reinwerfen und 2 Stunden einwirken lassen, damit auch wirklich Giardien und anderes Amöben und Parasitenzeugs eliminiert ist. Ja, und dann kann ich trinken. Es ist so, dass es natürlich klar ist, dass wir hier, ich muss da immer wieder nachlesen. Da steht, ja, ist das jetzt peinlich? Nein, ist mir so wurscht. Da ist ein bisschen Chlor und so Zeugs drin und wurscht. Da sind Sachen drin, die natürlich auf Dauer nicht dafür gemacht sind, dass ich mein Wasser aufbereite. Soll bedeuten, wenn ich mein ganzes Leben lang mein Wasser nur mit solchen Chlordingern aufbereite, dass das... Das ist jetzt Mutmaßung, ja? Dass das vielleicht nicht cool ist. Besonders in solchen Mengen, in denen ich das eigendosiere. Wenn das Wasserwerk macht, ist das was anderes. Ja? Ist was anderes. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt immer so, also ich möchte sicher sein, ich vertraue dem Leitungswasser nicht. Ist total okay. Ja? Auch aus dem Leitungswasser kann mal Kacke rauskommen oder vergeimtes Wasser. Ich sage jetzt, ich traue dem nicht. Und zwar, ich werde ab jetzt immer meinen Liter Wasser mit einer Tablette aufbereiten, dass das auf Dauer wahrscheinlich keine gute Idee ist und dass manche Leute da unangenehm darauf reagieren, das mag sein, aber für eine Notsituation, für eine begrenzte Notsituation ist das eine gute Lösung. Nachteile bei den Teilen ist Nummer 1, sie können ausgehen. Wenn ich meine Tablette verwendet habe und da reingeworfen habe in einen Liter, ich weiß, dass das ein halber Liter ist, aber das heißt drum, dann ist es aus, dann ist es vorbei, dann gibt es nichts mehr. Abkochen kann ich, solange ich Feuer machen kann und Feuerholz zur Verfügung habe, länger machen. Auch die Steripan, die ich vorgestellt habe, den UVA-Aufbereiter, auch bei dem ist es so, solange der Akku da ist und die Batterie da ist, kann ich das tun und ich kann es wieder aufladen, ich kann wieder neue Batterien reingeben und kann das immer und immer wieder tun, begrenzte Zeit. Das ist hier der Nachteil. Der andere Vorteil natürlich ist, ich kann ganz einfach locker vom Hocker hergehen und sagen, ich möchte für mein kleines Mini-Survival-Kit, wie auch immer ich das transportiere, in einer Dose oder in meinem Geldbeutel oder im Rucksack, kann ich hergehen und sagen, ich möchte eigentlich nur, ich brauche ja nur überbrücken, ich sage mal einen Tag, ja, oder 2 Tage. Und länger brauche ich eigentlich nicht. Man könnte das auch schön mit einer Schere machen, aber ich bin ein Messerfreak. Und übrigens, schaut da und auch bei mir klicken, ich habe auch einen eigenen Messerkanal, wo es nur um Messer geht. Und nehme mir so eine kleine Teil, gebe ich mir in mein Survival-Kit mit hinein. Und habe dann die Möglichkeit, vielleicht auch in Kombination mit einem Plastiksackerl, ja, 1 Liter Plastiksack, packe ich mal ein. Ich habe das beim Survival-Mentor zum Beispiel hergezeigt oder bei den Survival-Trainings-Ausbildungen oder für die Leute, die die Survival-Coach-Ausbildung bei mir gemacht haben oder noch machen werden. Die kriegen dieses Wissen auch mit. Das zeigen wir bei den Trainings nämlich her. Und ich habe ein Plastiksackerl und 2 Liter zum Beispiel und 2 Tabletten und ich kann damit arbeiten. Das funktioniert, das ist großartig. Das kann den Unterschied machen. Das kann ich eben mit Wasser abkochen, mit einem Filter oder auch mit der Steripan einfach nicht bewerkstelligen, weil ich die nicht so klein teilen kann. Aber wo ein Vorteil ist, ist auch ein Nachteil. Ich könnte noch so viel erzählen, aber ich traue mich nicht. Wenn du das wissen willst, wenn du mehr über Wasseraufbereitung wissen willst, dann schau dir den Online-Kurs an oder
hol dir unser Haltbar-Machbuch, da werden wir gehen wir auch in Wasseraufbereitung und Wasserlagerung ein. Es sind natürlich auch Lebensmittel und viele andere Dinge mit dabei. Oder vielleicht willst du selber Wissen aufbauen und das an andere Leute weitergeben, dann sei bei der Survival-Coach-Ausbildung mit dabei. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was es zu sagen gab. Ist das jetzt wirklich sicheres Wasser? Ja, es kommt von der Leitung und ich habe vorher Tablette reingeworfen. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo da lassen. Direkt in meinem Shop kannst du die Teile auch kaufen. Wenn du was brauchst, melde dich ganz einfach. Dein Reini Rossmann und hoffentlich brauchen wir das Zeug nie. Bis dann und ciao, ciao.